Aber ich glaube, der Markt ist hier, vor allem jetzt bei uns in Österreich, den kenne ich halt perfekt, noch ganz, ganz groß für Hochzeitsvideografen. Es gibt noch viel zu wenig Hochzeitsvideografen. Herzlich willkommen beim Podcast von VideoDo. Heute zu Gast Andreas Schwarzelmüller. Er ist 27 Jahre alt. Er ist geboren in Oberösterreich. Er ist leidenschaftlicher Videograf und entwickelt zurzeit Webseiten für Hochzeitsdienstleister. Vielen, vielen Dank, Andreas, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallihallo, schön für die, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne. Hat mich sehr gefreut, dass du Zeit hast. Und fangen wir gleich direkt an. Persönliches, wenn dich jemand fragt auf der Straße beim Grillfest, sag mal, Andreas, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ja, da habe ich letztens einen eigenen Instagram-Post dazu gemacht. Das ist nämlich gar nicht so leicht in der heutigen Zeit. Grundsätzlich, wenn jetzt meine Oma fragt, ich bin Hochzeitsvideograf. Das heißt, ich filme auf Hochzeiten den schönsten Tag oder einen der schönsten Tage, schneide das zusammen und gebe dem das Brautpaar zurück. So, das ist eine Aufgabe im Prinzip. Die ist aber bei mir mittlerweile schon sehr, sehr klein geworden, denn ich mache auch Coachings für Hochzeitsdienstleister, ich mache auch Videotrainings für Hochzeitsdienstleister. Und jetzt ganz neu, ich entwickle gerade eine Software, die nennt sich Hochzeit.Management, die für Hochzeitsdienstleister ist, damit die gesamte Kundenverwaltung, Rechnungen, Angebote, also die gesamte Organisation, die wir Kreativen nicht ganz so lieben, vereinfacht wird und verbessert wird. Und das ist einzigartig im deutschsprachigen Raum. Und ja, das ist so ganz, ganz kurz zusammengefasst, was ich mache. Ja, das klingt auf jeden Fall schön. Du hast sehr recht, also mit diesem ganzen... Wie mache ich das mit meinen Kunden, mit dem Management? Ich habe eine Excel-Tabelle, muss ich ganz ehrlich sagen, und mache das damit einfach. Das ist manchmal nicht immer so der Hit, aber es ist, ja. Wann hast du denn genau mit Videos angefangen? Also Grundsätzlich offiziell, also wirklich mit Gewerbe und dass ich da auch Geld verdient habe, war das 2015. Da habe ich die ersten 3 Hochzeitsvideos kostenlos gemacht und dadurch dann im gleichen Jahr noch weitere Videos bekommen. Begonnen mit Filmen habe ich so 2014. Ich habe mich damals mit Zeitraffer interessiert begonnen. Das heißt, ich habe Timelapse gemacht, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das einfach schneller abgespielt. Und das war im Prinzip ja auch nichts anderes als ein Video mit Videoschnitt, mit Musik. Und da habe ich so gemerkt, das macht irgendwie Spaß. Aber naja, mit Zeitraffer, Timelapse kann man natürlich kein Geld verdienen oder sehr, sehr wenig Geld verdienen. Dementsprechend bin ich dann durch meine Freundin auch in die Hochzeitsschiene gekommen und habe dann 2015 mit Hochzeitsvideos begonnen. Genau. Ja, cool. Und also das wurde 2015 dann auch richtig professionell gleich von Anfang an. Ja, genau. Ich habe da dann die Firma gegründet und habe eben, also damals war meine Freundin Hochzeitsfotografin, ist es ja auch heute noch, aber die war damals schon selbstständig. Und ich habe halt einfach gesehen, wie das Hochzeitbusiness bei ihr funktioniert und wie das Ganze läuft. Und habe mir dann einiges abgeguckt und habe aber gesagt, nee, Fotos ist irgendwie nicht so mein Ding. Das ist mir zu unkreativ, obwohl man da auch sehr kreativ sein muss. Aber ich habe dann eben die Videoleidenschaft für mich entdeckt und habe einfach auch gesehen, dass da der Markt viel, viel größer ist, vor allem in Österreich, und es wenig gute Hochzeitsvideografen meiner Meinung gibt, auch heute noch. Und habe dann mich da reingefuchst und da einfach ganz, ganz viel probiert, getestet und gemerkt, das ist das eine Ding, was mir richtig, richtig viel Spaß macht. Ja, das war damals so, da hast du recht, dass es wirklich wenig gute Videografen gibt oder gab. Jetzt mittlerweile gibt es sehr, sehr viele sehr gute Videografen, was ich kennengelernt habe. Deswegen ist das, glaube ich, auch genau das, was hinterher gut ankommt, wenn man auf deiner Webseite dann wirklich jeder weiß, wie das funktioniert. Und dann wird der ein oder andere sicherlich darauf zurückkommen und dann mal gucken, wie das funktioniert. Und also jetzt mittlerweile, ich habe schon Hochzeitsvideos gesehen, auch aus dem deutschsprachigen Raum, die waren wirklich phänomenal, super gut und das wird immer besser, wirklich. Die Leute werden immer besser. Das Problem ist meistens immer nur, dass das Hochzeitspaar den Anspruch hat, sieht amerikanische Videos, hat dann diesen Anspruch und hat dann aber nicht das Budget. Also ich habe schon von Kollegen gehört, die geben in Amerika wirklich $10.000 aus für ein Hochzeitsvideo. Und dann erwarten die Leute natürlich die Qualität, aber wollen aber natürlich, Aber ich glaube, der Markt ist hier, vor allem jetzt bei uns in Österreich, den kenne ich halt perfekt, noch ganz, ganz groß für Hochzeitsvideografen. Es gibt noch viel zu wenig Hochzeitsvideografen. Ich bekomme
so viele Anfragen, ich kann das gar nicht annehmen. Ich glaube, für den 18.8. habe ich mittlerweile über 45 Anfragen bekommen. Die erste Braut hat gebucht, blöd für die anderen, aber ja, da gibt es noch genug Platz. Es gibt genug Fotografen, es gibt auch sicherlich ein paar Videografen, aber ich bin mir sicher, für Fotografen und Videografen ist der Markt noch längst nicht gesättigt. Ja, cool. Ja, ich habe ja auch die Facebook-Gruppe gegründet, da Videografen suchen und finden. Also wenn du da Vakanzen hast und sagst, hier, ich kann das nicht filmen, ich kenne aber, wie gesagt, du hast ja jetzt sicherlich auch ein paar coole Kollegen dort gesehen in der Gruppe, die haben auch Videos gepostet. Das ist also nur, um das, dass die anderen Leute das wissen, das ist eine geschlossene Gruppe, nur für Videografen. Und wir tauschen uns dort die Aufträge aus an die Kollegen, denen wir wirklich vertrauen, weil wir mal das Video von gesehen haben und sagen, okay, dem kann ich wirklich ruhig wissen, weil das ist immer noch mein Name, der da steht. Wenn mich jemand anfragt, steht mein Name im Hintergrund und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich das dem Kollegen nur weitergebe, der wirklich dem ich vertrauen kann. Und da hast du, glaube ich, auch schon ein paar Posts gemacht, habe ich gesehen. Von daher läuft das, glaube ich, ganz gut. Was machen jetzt deine Videos denn so besonders? Also wenn du das so beschreiben würdest, was wäre so dein USP, dein Alleinstellungsmerkmal, wenn du sagst, daran erkenne ich, dass er Andreas gefilmt? Ja. Dass es kein dokumentarischer Ablauf ist, also nicht zuerst das Getting Ready, dann die Standesamt, dann die Kirche, sondern dass immer der Ton im Vordergrund ist und auch die Story. Also ich fange ganz, ganz häufig mit der Brautvaterrede an. Wenn der irgendwie was eine coole Rede hält, das einfach emotional ist und wirklich aufs Brautpaar passt, dann fange ich ganz oft mit dieser Szene an, denn da kommen die ersten Erinnerungen hoch und das finde ich einfach selbst sehr, sehr schön, wenn das eine Story ist, ein Ablauf, der einfach nicht der gleiche Ablauf ist wie am Tag, aber einfach, ja, cool, coole Video, coole Story, cooler Hintergrund ist und man einfach, ich sage immer, ich es aus meinen Augen, so wie ich es gesehen habe, repräsentieren kann und einfach darstellen kann. Ich bin einfach ein stiller Beobachter auf der Hochzeit und wenn ich dann heimfahre von der Hochzeit, habe ich meistens irgendwie so eine Story im Kopf, okay, zuerst das, dann das und so könnte man das machen, dass es einfach emotionaler wird und dass die Leute einfach wirklich auch weinen und viele Eindrücke bekommen, die sie eigentlich gar nicht wirklich gespeichert haben. Mhm. Und ich arbeite sehr, sehr viel mit dem Originalton von der Kirche, vom Standesamt, von den Reden. Und mir ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass da das dabei ist. Und vor allem auch, dass viel Bewegung im Video ist. Denn wenn ich beim Brautpaar-Shooting zum Beispiel dabei bin, dann sind das eher starre, steife Aufnahmen für den Fotografen, aber fürs Video völlig langweilig und irrelevant und da versuche ich einfach dann viel Bewegung reinzubekommen mit Schwenks, mit der Glidecam und so weiter. Ja. Also das ist so ich würde sagen, so die Story und der Originalton, dass da das kein dokumentarischer Ablauf ist, sondern einfach ein cooler, kurzer Highlight-Film ist. Ja, cool, klingt super. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob ich mir schon ein Video von dir, ich schaue mir auf jeden Fall noch eins an, ich weiß jetzt nicht, ich habe in letzter Zeit, tut mir leid, so viele Videos geguckt und ich kann es jetzt, aber ich glaube, das ist genau die richtige Richtung, dass es halt lebendig ist, bewegend ist und halt der Ton, also ich habe jetzt ganz viele Interviews gehabt, der Ton ist fast viel, viel wichtiger als das Bild selbst. Das Bild muss natürlich schon fesseln und mitnehmen, aber der Ton ist extrem wichtig. Wie viele Aufnahmegeräte verwendest du dann da während der Aufnahme? Boah, wie viele Aufnahmegeräte? Ich glaube 4 oder 5 sind es schon. Ja. Also ich finde den Ton unheimlich wichtig. Natürlich, die Aufnahmen müssen kreativ sein, müssen passen, müssen irgendwie auch schön sein. Ich mag es auch sehr mit der Unschärfe, Vordergrund, Hintergrund. Ich glaube, so wie die meisten Hochzeitsfotografen, Videografen arbeiten. Aber der Ton ist ganz, ganz wichtig. Ich habe in der Kirche mindestens drei Mikrofone verteilt. Mhm. Eins hat dann auch noch der Bräutigam irgendwo versteckt. Plus auf der Kamera. Also ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich hatte einmal jetzt den Go, da hatte mein Pfarrer, der hatte, ich hatte ein Funkmikrofon, ein Sennheiser, super geiles Mikrofon und du wirst es wahrscheinlich auch kennen und der stand aber hinter so einer Alu-Kanzel und da war der ganze Ton war weg, da war immer die Haarstimme und ich habe mich so aufgeregt hinterher und es waren auch sehr schöne Momente, aber da musste ich halt dann auch wieder zusammenschnibbeln, dass das passte. Mhm. Jetzt, wie bildest du dich denn weiter? Du sagst jetzt, okay, Video, du hast vorhin erzählt, Videografie machst du gerne, machst du super, du möchtest gerne mehr so in die Webseitengeschichte, Entwicklung rein, weil da hast du so wahrscheinlich nicht noch so deine Leidenschaft. Ich hatte mal gesehen, du hattest mit Kevin Hollywood, hast du das glaube ich auch gepostet, ein Interview, wo du gesagt hast, so Video ist die Zukunft. Das ist so das, was so dein Steckenpferd ist, das Video.
Also wie ich mich weiterbilde, war jetzt die Frage, oder? Genau. Ja. Also grundsätzlich, Calvin Hollywood ist natürlich einer meiner Mentoren. Ich bin einer seiner Schüler, mehr oder weniger. Das heißt, wir haben hier ständig Kontakt über WhatsApp und von ihm kann ich ganz, ganz viel lernen. Vor allem auch, was Video und Videomarketing betrifft. Mhm. Also falls die Zuhörer Calvin Hollywood nicht kennen, unbedingt mal auschecken. Wie bilde ich mich weiter in Bezug auf Hochzeitsvideos? Schaue ich mir ganz, ganz viel amerikanische oder australische Hochzeitsvideografen an oder auch aus Spanien gibt es welche, die ich mir gerne anschaue. Und ich schaue einfach immer, wie haben sie es gemacht, warum haben sie es gemacht, wie war die Technik, wie war das Know-how dahinter und was haben sie sich eigentlich dabei gedacht. So bin ich 2015 gestartet, ich habe mir hunderte Videos angeschaut, habe sie analysiert und dann für mich meinen Stil herausgefunden. Ich sage immer, was dich selber bewegt hat. Was du selber, ich sage immer, ich bin nicht kreativ, das war ich noch nie, aber ich kann mega, mega gut kopieren. Also schaue ich mir von anderen was ab, kopiere das, adaptiere das in meinen Stil, in meine Arbeitsweise und dann wird das zu meinem Stil. Und wir alle kopieren ständig. Wir haben das Gehen, das Sprechen von unseren Eltern gelernt, von den Lehrern das Rechnen, das Schreiben und. Unser ganzes Leben ist Kopieren. Also warum da das Rad neu erfinden? Also das ist so die eine Weiterbildung. Und die andere Weiterbildung, was jetzt Online-Marketing betrifft, was das Business, die Software betrifft und so weiter, da schaue ich mir ebenfalls von ganz, ganz vielen anderen Unternehmer an, wie haben die das aufgezogen, warum haben die das aufgezogen und lese halt ganz, ganz viele Bücher dazu. Was liest du denn da? Zum Beispiel Expert Secrets von Russell Brunson ist ein mega gutes Buch, was jetzt betrifft, wie kannst du deinen Expertenstatus aufbauen, wie kannst du Online-Marketing beginnen, wie kannst du eine Community aufbauen. Das zum Beispiel ist Gold wert. Ist das übersetzt worden? Also Russell Brunson kenne ich natürlich auch, aber ist der übersetzt worden? Weiß ich gar nicht. Oder ist ich glaube, das gibt es nur auf Englisch, aber ist ganz einfach zu lesen. Ich war nie gut in Englisch. Ich hatte immer eine 5. Bei uns in Österreich ist eine 5 das Schlechteste. Ich hatte immer eine 5, habe trotzdem irgendwie das geschafft und mittlerweile, also das Buch ist ganz einfach zu schreiben und mittlerweile kommt man da irgendwie rein. Also jetzt kann ich jedem empfehlen. Bist du mir sehr sympathisch. Ich war auch sehr schlecht in Englisch und ich hatte jetzt in dem Vorgespräch auch ganz viele, ich habe immer gefragt, wen soll ich interviewen? Und da waren auch, den und die kamen alle aus Amerika und so. Da habe ich gesagt, tut mir leid, Leute, aber mein Englisch, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich absolut nicht. Und das ist auch gar nicht mein Ziel. Ich möchte genau wie du im deutschsprachigen Raum die Leute eigentlich und die Kollegen auch damit unterstützen. Und das ist eigentlich so mein Ziel. Jetzt zu dir nochmal selbst. Was machst du denn in deiner Freizeit, wenn du nicht am Arbeiten bist, um einfach den Ausgleich zu finden? Also bei mir ist es so, ich arbeite immer von 6 bis 12 Vollgas durch, vormittags, habe dann um 12 Mittag bis 12:30 und bin dann meistens so von 12:30 bis 2, 2:30, 3 bei uns im Garten, am Pool, jetzt wo die Sonne so schön ist und chill dort einfach. Das ist so mein Ausgleich. Gehe dann am Nachmittag auch ins Fitnessstudio und lese da ganz viele Bücher, höre Podcasts, schaue mir Videotrainings an. Und wir Unternehmer, wir Selbstständige, wir haben ja sowieso nie den Kopf irgendwie frei. Also auch wenn ich am Pool liege, habe ich ja immer die Gedanken im Business, in der Marketingstrategie, im Video, was auch immer. Aber für mich ist es einfach ganz wichtig, dass ich habe meine Routine einfach gefunden, vormittags arbeiten, Vollgas, nachmittags irgendwo sein, Videos anschauen, Hörbücher anschauen, YouTubes Tutorials anschauen oder irgendwelche anderen Videos und einfach so versuchen, sich ständig weiterzuentwickeln. Und die besten Ideen, die kommen bei mir tatsächlich, wenn ich auf der Matratze im Pool liege, in die Sonne schaue und irgendwie eine chillige Musik drinnen habe. Denn vor dem PC kommen selten die kreativsten, die besten Ideen, weil man einfach am Arbeiten ist, wenn man das E-Mail-Postfach offen hat, weil immer wieder eine Ablenkung kommt. Drum Tipp von mir, einfach rausgehen, Hörbuch reinziehen, Musik reinziehen, spazieren gehen und einfach mal versuchen, so ein bisschen abzuschalten. Funktioniert natürlich nicht, aber da kommen dann die besten Ideen und das mache ich eigentlich wirklich fast täglich bei mir und das ist für mich die beste Weiterbildung, der beste Ausgleich. Mega cool. Also ich entdecke gerade so viel Kopie in dir, in mir. Also das ist, weil ich liege abends im Bett und dann habe ich das Gedankenkreisen, wo ich habe dann richtig geile Ideen, kurz bevor ich einschlafe und eigentlich ist es jeden Abend so, ich stehe nochmal auf und schreibe mir das auf. Weil ich weiß, ich habe das morgens wieder vergessen, aber die Ideen sind dann so, boah, Hammer. Und wenn ich das dann lese, denke ich mir, boah, das ist genau das, was ich eigentlich machen möchte. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren, wenn das jetzt so weitergeht und du hast jetzt jeden Tag die super coolen Ideen? Wo geht dann die Reise hin in 10 Jahren bei dir?
Also in 10 Jahren habe ich überhaupt keinen Plan, muss ich dir ganz ehrlich sagen. 10 Jahre vergeht so schnell. Was sich in den letzten, überleg mal, was sich in den letzten 1,5 bis 2 Jahren im Online-Marketing geändert hat, mit Instagram TV, mit Chatbots, mit der DSGVO und. Kann man 10 Jahre nicht wirklich planen. Also natürlich, Software Hochzeit.Management ist in 10 Jahren mega gut etabliert, hat sehr, sehr viele User. Wir können da den Usern ganz, ganz viel Zeit schenken, was das kreative Chaos betrifft, also gesamte Rechnungsverwaltung, Termine an Kollegen weitergeben und. Also die Software wird da mega groß ausgebaut. Was ansonsten ansteht, privat, Kinder, Familie, Hochzeit natürlich, Haus, beruflich 10 Jahren völlig planlos, also kann man nicht wirklich sagen. Das heißt, du bist noch nicht verheiratet? Nee. Ich stelle mir das richtig schwierig vor, wenn meine Tochter irgendwann mal heiratet, den richtigen Videografen zu finden. Das weiß ich jetzt schon, weil da werde ich, glaube ich, sehr, sehr kniepig sein, da den richtigen zu finden. Das wird echt, aber da wünsche ich dir viel, viel Glück. Danke, ja, wird nicht ganz so einfach. Nein, man hat ja, die Ansprüche werden ja immer höher, das ist ja einfach so. Nächste Thema, Ausrüstung. Mit welcher Ausrüstung hast du denn angefangen? Also eins vorweg, Ausrüstung ist mir völlig egal. Man kann mit jeder schlechten Kamera gute Fotos machen, man kann mit jeder guten Fotos schlechte Kameras, gute Fotos, schlechte Fotos machen. Ist für mich nie ein Thema gewesen und wird es auch nie sein. Mit was habe ich angefangen? Canon 6D, glaube ich, zu filmen. Bin aber dann relativ schnell auf die Sony A7 R 2 und die Sony A7S II umgestiegen. Die habe ich auch aktuell mit verschiedenen Objektiven, mit verschiedenen Slider, Glidecams, Ton und so weiter. Aber hey, ich kenne Leute, die haben eine mega schlechte Kamera und machen richtig gute Videos. Für mich absolut kein wichtiges Kriterium. Welche Ausrüstung hast du jetzt? Hast du schon erzählt, das schneide ich raus. Was möchtest du denn gerne kaufen für Ausrüstung? Wenn du sagst, okay, na, mit der A7S und A7S III, das reicht mir jetzt erstmal. Ist da noch irgendein Plan, wo die Reise hingehen soll? Nee. Du, aktuell bin ich mega, mega zufrieden mit dem. Meine Freundin hat sich jetzt die Sony A9 gekauft und die Sony A7 III. Ja. Sind beide Top-Kameras. Die 7 III ist zum Filmen auch super gut. Ja. Aber wie gesagt, ich lege da keinen Wert drauf und ich spare das Geld lieber oder ich gebe das Geld in Weiterbildung, in Workshops, in irgendwelche Tools, die mir einfach mehr Zeit schenken. Denn am Ende des Tages, der Kunde merkt das nicht wirklich, ob das mit der 7R 3 oder mit der 7 3 oder mit der 7 9 oder was auch immer gefilmt wird. Das ist dem Kunden völlig egal. Ja, was ich nur sehe, das sehe ich genauso, weil dem Kunden, hast du recht, dem ist das egal. Was ich nur sehe, ist, man sollte schon von Canon weg, also von diesem Canon 5 D Mark III war so damals groß, vor 10 Jahren wurde die auf HD-Videos getrimmt und ich finde, da sollte man weg, weil das Bild von der Kamera finde ich jetzt zum Beispiel zu unscharf, also zu flach. Und du siehst einen gewaltigen Unterschied jetzt zur Sony A7S II zum Beispiel, weil das ist so detailliert scharf, das Bild, und ich finde, das ist so mittlerweile auch Standard geworden. Und halt mit dem ganzen S-Log-Verfahren. Ja, also ja, ich gebe dir natürlich recht, die Canon ist da nicht die schärfste, aber nochmal, der Kunde fällt das nicht auf. Ich kenne so viele gute Hochzeitsfotografen, die mit 5D Mark III fotografieren. Ja, Foto und ist aber auch klar, aber auch dann Videos machen. Mhm. Und die Videos, die sind 1A, die sind top, die haben oft bessere Qualität als Hochzeitsvideografen, die Kollegen da, die ich da so kenne. Also ich bin kein Equipment-Freak und Ich sag, kann man mit jeder guten Kamera oder mit jeder schlechten Kamera gute Videos machen. Marketing, nächste große Thema. Das ist ja auch so dein Thema. Welche Marketing-Maßnahmen findest du denn gerade für Einsteiger? Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt genauso wie du 2015 angefangen, sagst, ich will jetzt Videos machen. Was wäre denn Marketing-Maßnahmen für Einsteiger am sinnvollsten? Also die beste Marketingstrategie habe ich auch selbst so umgesetzt, die kostet keinen einzigen Cent und bringt dir richtig viel. Ich bin zu Hochzeitsplanerinnen gegangen und habe gesagt, hey liebe Hochzeitsplaner, ich will einsteigen, ich will Hochzeitsvideo machen, gib mir doch drei Hochzeiten, die in dem Stil sind, mit so vielen Leuten, vielleicht draußen, vielleicht im Schloss, vielleicht eher prunkvoll, bla bla bla. Ich filme diese Hochzeit komplett kostenlos, ich mache es genau so, wie ich es will, ich schneide genau es so, wie ich es will und ich darf das dann veröffentlichen. Ja. Und das ist für mich die beste Strategie gewesen, denn ich bin erstens an Showmaterial gekommen, denn kein Brautpaar wird dich buchen, wenn du noch nie ein Hochzeitsvideo gefilmt hast oder herzeigen darfst. Zweitens habe ich mal gemerkt, will ich das überhaupt, passt das für mich?
Und drittens habe ich dann ein Material herzeigen können, habe mit dem Facebook Werbung betrieben und habe im selben Jahr, glaube ich, 5 Hochzeiten bekommen und im nächsten Jahr 16 Hochzeiten, was jede Hochzeit war, ich glaube ich, 2.500 Euro oder mehr. Und hey, das war für mich die beste Strategie, um ganz lean, also ganz ohne Geld, ohne Investment, super einfach zu starten und einfach zu schauen, ist das, was ich mache, will ich das machen, passt das für mich, passt das fürs Brautpaar? Und es war einfach für beide eine Win-Win-Situation. Ja, sehr cool. Also das klingt auch sehr vernünftig. Das sind auch genau die Tipps, die die meisten auch geben. Mach einfach was gratis und dann kommt das schon von ganz alleine. Hast du denn deine Zielgruppe auch genau definiert? Also damals zum Thema Hochzeitsvideos habe ich das ganz genau definiert. Ich habe da, glaube ich, 3 A4 Seiten gehabt, wie die Person heißt, wie, was für Ausbildung sie hat, wie viele Kinder, was die Ziele sind, Auto, Beruf und. Habe das mal ganz, ganz, ganz genau definiert für mich. Es hat mir persönlich einfach sehr gut geholfen, damit ich bei den Facebook-Posts, bei den Instagram-Posts einfach diese Person anschreiben kann und diese Person ja wirklich abholen kann. Zum Thema Facebook-Werbung hat es mir dann natürlich auch teilweise geholfen. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich kein Avatar mehr habe, was den Hochzeitsvideos betrifft. Ich weiß, was will ich nicht. Wenn eine Anfrage reinkommt mit 300 Gästen und vielleicht Trachtenkapelle, Rotkreuz, Feuerwehr, weiß ich schon, nee, das ist nicht meins, das will ich nicht. Das lehne ich sofort ab und sage, du, nee, geh zum Kollegen. Aber am Anfang hat es mir sehr, sehr geholfen, ja. Cool. Kundengespräch. Wie bereitest du dich denn da aufs Kundengespräch vor? Mittlerweile auch gar nicht mehr. Ich hatte vor, am Anfang habe ich mir eine ganz genaue Telefonliste erstellt. Also grundsätzlich, ich rufe die Brautpaare immer an, wenn ich eine Anfrage bekomme. Ich schicke da keine Preise raus, sondern rufe einfach an und will mit ihnen mal reden, will mal schauen, passt das für mich, passe ich zu ihnen, was haben sie vor, wie planen sie das Ganze? Und das ist immer dasselbe Leitfaden. Das heißt, ich stelle ganz, ganz viele Fragen. Wo heiratet ihr? Wie? Was wünscht ihr euch im Video? Warum wollt ihr mich? Und. Und das ist einfach ein Leitfaden, den ich mittlerweile schon intus habe, aber da habe ich mir einfach mal einen so einen Leitfaden geschrieben, plus dann die möglichen Antworten, was die Brautpaare sagen können, das ist zu teuer, das brauchen wir nicht, das ist nicht im Budget, kommst du nicht zu zweit und habe mir da einfach passende Antworten parat gelegt, sodass ich sie da am besten überzeugen kann. Und wenn das für Sie passt, dann buchen Sie entweder gleich per Telefon, was nicht immer so ist, weil es natürlich eine hohe Summe an Geld ist, oder Sie rufen 1-2 Tage später an, oder in ganz Ausnahmefällen kommen Sie dann auch noch vorbei, weil Sie mich persönlich kennenlernen wollen. Aber ich glaube, das ist bei 50 Hochzeiten zweimal. Das meiste machen wir per Skype oder per Telefon. Ja. Und dann treffen wir uns einfach per Telefon 2 Wochen vor der Hochzeit nochmal, besprechen alles und das war's bei mir eigentlich. Sehr cool. Ich kriege meistens immer E-Mails und dann, ja, wie teuer ist das? Und dann höre ich meistens nie wieder was. Also von denen, das ist aber extra so, weil ich möchte genau wie du auch die Zielgruppe auch aussondieren. Dass ich weiß, ich so die schrecklichste Anfrage, die ich mal hatte, war für 300 Franken. Da habe ich gesagt, Dankeschön. Und das fand ich sehr, sehr unverschämt und deswegen bin ich da auch sehr stark. Weil man hat ja viel, du wirst es ja kennen, du bist kaputt nach der Hochzeit, man hat extrem viel Arbeit, man macht sich richtig Gedanken und wenn das dann nicht wertgeschätzt wird, dann ist das natürlich auch gemein. Hast du schon erzählt, wie berechnest du denn deinen Preis? Also du hast jetzt 2.500 Euro in den Raum geschmissen, wie bist du denn auf den Preis gekommen? Hast du einfach bei den anderen geguckt oder hast du gesagt, das ist das, was ich brauche? Gute Frage. Nee, ich habe das eigentlich nie bei den anderen geschaut. Ich finde es auch ganz unverschämt, wenn man als Brautpaar andere Kollegen anfragt und die Preise rausfinden möchte. Wenn jemand meine Preise wissen will, soll er sie fragen und ich sage es ganz offen und ehrlich, mir ist das völlig egal. Wie habe ich das damals definiert? Ich habe einfach geschaut, okay, wie viele Stunden brauche ich? Was ist mir das wert? Wie viel will ich da auch verdienen? Und wie viel muss ich auch verdienen im Jahr gesehen, damit ich überleben kann, damit ich mehr Geld auf die Seite packen kann und. Ich habe da eigentlich für jedes Jahr eine riesengroße Excel-Liste, wo alle Fixkosten drinnen stehen, wo alle Planungskosten drinnen stehen, die ich auf die Seite legen möchte, die ich fürs Equipment brauche und so weiter. Und daraus ergibt sich dann ein Preis, den ich im Jahr einnehmen muss. Mhm. Und daraus ergibt sich dann, okay, wie viele Hochzeiten will ich machen, wie viele kann ich machen, was ist sonst noch so dabei? Und daraus entwickelt sich dann der Preis im Prinzip. Also
Bei mir ist das kleinste Paket 2,5, das größte Paket 5.000 Euro und je nachdem, was das Brautpaar dann haben will, gibt es auch noch Zusatzpakete und Zusatzdinge. Aber das ist bei mir alles relativ einfach gehalten, denn auch wenn ich weiß, dass das Brautpaar zum Beispiel nämlich sagt, okay, sie heiraten im Schloss und sie haben die teuerste Wedding-Plannerin und sie haben 300.000 Euro Hochzeitsbudget oder 500.000, was ich auch schon mal hatte, dann brauche ich mit dem Preis von 2,5 oder von 4.000 Euro nicht ankommen. Da bin ich einfach zu günstig für die. Da gibt es einfach dann teurere Preise. Ja, macht ja Sinn. Sonst sagen sind die auch abgeschreckt. Ja, macht Sinn. Cool. Ja, vielen Dank für deine ehrliche Antwort, weil das sagen die meisten immer, ja, den Preis, jetzt hatte ich Daniel Slottiger, das sage ich nicht. Sag ich, schade, finde ich eigentlich doof, weil die anderen wollen das genau wissen. Wie muss man denn anfangen? Wie ist denn überhaupt der Preis? Und nochmal zusammengefasst, wenn ich kein Referenzvideo vorweisen kann, kann dieser Preis gar nicht stattfinden. Und ich finde, wir sollten schon bei 2.500 Euro alle anfangen, weil das ist auch die Arbeit, wenn ich mir das hochrechne, mit Ausrüstung. Du hast mindestens 2 Kameras sollte man sowieso mitnehmen. Am besten sowieso wie 3. Dann das ganze Audio-Equipment, die ganzen Objektive, die ganze Arbeitszeit, der ganze Speicher, Akku, alles was, also mein Equipment, was ich mitschleppe zur Hochzeit, ich habe es mal, waren glaube ich 25.000 Euro oder so. Ich leihe mir natürlich auch viel und da muss man natürlich irgendwo diesen Preisart dann auch mit rechtfertigen und damit einrechnen. Also das siehst du wahrscheinlich genauso. Ja, nicht ganz so, vor allem wenn man anfängt, kann man sich einfach auch keine Ausrüstung für 25.000 Euro. Nein, ich meine auch, dass man sich die leiht, also nicht kaufen. Ja, klar. Aber einfach starten und ich bin nicht der Meinung, dass jemand 2.500 verlangen muss. Wenn er nur 800 verlangt, okay, es gibt für jeden Brautpaar den richtigen Preis, es gibt für jeden Deckel den richtigen Topf, sagt man bei uns in Österreich. Ich glaube, der Markt bereinigt sich selbst. Ich glaube, die Brautpaare wissen, was können sie ausgeben, was wollen sie ausgeben, was bekommen sie dafür. Und wenn du als Hochzeitsvideograf deinen Preis nicht rechtfertigen kannst, nicht verkaufen kannst, egal was das für ein Preis ist, dann liegt das Problem bei dir und nicht am Brautpaar. Das ist meine Meinung.